noch einmal erzählen, wie es funktioniert, dieses merkwürdige Instrumentarium. Doch lauscht nun zuvörderst diesem Stückelein, wie gesagt, von den drei Gesellen. Sie zogen aus zu Pferde, es waren ihrer drei, doch bei der nächsten Scheune schon verfielen sie ins Heu. Denn der erste, der war goldrit, der zweite, der war blau, beim dritten schien es auch so, doch das weiß ich nicht genau. Und als am anderen Morgen der Kopf war wieder klar, da sahen sie, dass der Pferde eins bis nachts gestohlen war. Denn der erste, der war goldrit, der zweite, der war blau, beim dritten schien es auch so, doch das weiß ich nicht genau. Kamen an ein Wirtshaus hin, da hatten sie kein Geld. Da haben sie das zweite Ross dem Wirt in den Stall gestellt. Da haben noch der erste Venus, der zweite der so Bier, der dritte noch was Kerkus, doch versteh ich nicht dafür. Dann ritten sie auf einem Pferd, so gut es ging davon, bis das Vieh sie runterschmiss auf halbem Weg nach Bonn. Denn der erste, der war goldrit, der zweite, der war blau, beim dritten schien es auch so, doch das weiß ich nicht genau. Den Gaul, den fing ein Bauer ein und brachte ihn wieder bei. Da lachten sie und gaben ihm das Vieh für Taler drei. Dort ist das der erste Venus, der zweite, der war vier, der dritte noch verkehrt, doch das steh ich nicht dafür. Sie kamen dann zur Brücke über'n Rhein, da blies der Wind die Brücke an, da fielen sie hinein. Denn der erste, der war goldgewiss, der zweite, der war blau, beim dritten schien es aus, doch das weiß ich nicht genau. Sie sind ersoffen allzumal und waren mausetot. Doch als sie in den Himmel kamen, da war vorbei die Not. Denn da kommt der erste Venus und der zweite, der so viel, der dritte noch verschafft und doch versteh ich nicht dafür. So trinken sie mit dem lieben Gott bis an den jüngsten Tag. Und Petrus, wenn er Urlaub hat, kommt auch zu dem Gelag. Und da trinkt der erste Venus und der zweite, der so viel, der dritte noch verschafft und doch versteh ich nicht dafür. Und der erste, der war toll gewiss, der zweite, der war blau. Und die übrigen sind gleichfalls. Und das weiß ich genau. Herr Dank, der Arme. Der Barmenden. Oh, die Goldstücke, die er geklaut hat. Das ist doch unser Obolus-Pott. Geh auf zu deinem Richter. Er hat die Goldstücke versucht zu klauen. Aufgewarmen! Knie nieder und nimm dein Urteil entgegen! Ohne Morgen. Das Urteil lautet ganz einfach. Wenn die Linke nicht weiß, was die Rechte tut, dann hacke ich einfach eine Hand ab. Dann ist das Problem gelöst. Besonders bei solchen Dieben. Jubel! Das ist meine erste größere Ockearbeit. Wie lange brauchst du für so ein Stück hier? Also, das ist, für das brauche ich länger. Das ist ein komplizierteres Muster. Aber wo habe ich das jetzt? Das ist die andere. Da gibt es ja noch Muster. Ja, tatsächlich. Das hier habe ich seit heute Morgen 11 Uhr. Sitze ich da dran. Okay. Und da haben wir uns die Löffelschnitzer in den Bergen gesagt, weil das immer wieder dieselben Größen waren. Also der Löffelkopf wurde bestimmt vom Durchmesser und der Länge. Dann haben sie ihn genannt der Holländer. So ist der Löffel zu dem Namen gekommen. Ja? Ich sag Pfeifen und Trommel. Der Spiel heute Ewigkeit. Wir spielen für euch liebliche Melodien auf lieblichen Instrumenten, vorgetragen von lieblichen Spielleuten. Wer heute in den ersten Reihen sitzt oder steht, der kann auch riechen, wie lieblich wir duften können.
Nun, ihr Leute, seid ihr gut drauf!
Partyform hingekommen. Das ist aber ziemlich storisch, oder? Nee, die waren eine Woche im Wasser. Und jetzt waren sie 3 Tage hier an der frischen Luft sozusagen. Aber das Wetter ist okay. Wenn es jetzt richtig heiß gewesen wäre, dann hätte ich sie 3 Tage richtig nass halten müssen. Aber man merkt es jetzt nach 3 Tagen, so das Ende wird schon wieder trocken ein bisschen. Das sind Weide. Ah, ja. Die können sie mit dem Material nicht machen. Mhm. Das sind Weide, die werden aufgeschlitzt, da werden die 3 da reingeschubbt. Dann kann man 3 Runden muss man da machen. Und dann kann man erst auseinanderbiegen, dass das dann so aussieht. Ja. Und das gibt dann einen Stern. Und dieser Stern muss man fixieren, dass er nicht irgendwie wieder zusammengeht. Und das sind die Stage, die hochgehen. Mhm. Hier die dicke hier. Ja. Und dann kommt es schwierig von dem ganzen Hof. Das ist ein 4er-Schlag. Sie müssen einmal 2 hinne und 2 vorne. So, wenn Sie jetzt irgendwo einen Fehler drin haben, dann machen Sie den ganzen Rand wieder auf.
Teile haben, das ist ja die heilige Zahl. Der erste Teil, der Hengst geht so über die Wiese, ahnt nichts Böses, die Sonne scheint, das Leben ist schön. Wir machen zwei Schritte nach links, eins, zwei, und dann machen wir zwei nach rechts, eins, zwei. Also zwei nach links, 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 und zwei nach rechts. Das machen wir eine ganze Zeit lang. Zwei links, zwei rechts, wenn er auf der Wiese eine Stute sieht. Genau, er wiehert als erstes Mal. Und was macht er dann? Er schacht mit den Füßen den Boden. Eins, mit links. Eins, zwei, drei, vier. Dann dreht er sich rum, ob nicht noch ein paar andere Weiber auch da sind. Rum. Dann kommt der rechte Fuß. Eins, zwei, drei, vier, rum. Dann machen wir das nochmal, weil wir kriegen das. Ja, das ist ja. 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 Ja, das ist